Hallo und herzlich willkommen, liebe Harmonika-Freunde. Auch heute dürfen wir Ihnen wieder ein neues Modell aus der Harmonika-Kollektion von Original Kärntnerland präsentieren. Lieber Karl, um welches Instrument handelt es sich heute? Hier haben wir natürlich ganz was Besonderes, eine Novität möchte ich fast sagen, denn diese Modelle in der gestickten Variante, das ist bis jetzt nur bei dem Modell Bergkristall und bei dem Modell Zitadell Plus gegeben hat, haben wir jetzt um zwei weitere Modelle erweitert. Das heißt, wir haben hier, damit wir das nochmal in Erinnerung rufen, das ist ein Stick auf Alcantara-Stoff. Dieser Stoff wird praktisch auf ein 2 mm Holzblättchen aufgezogen und dann wird das ganze Gehäuse mit dieser Form, das wird rausgefräst und dann in das Gehäuse eingearbeitet, dass es flächenbündig quasi alles wieder abschließt. Und das gibt es in zwei Varianten, so wie wir es hier sehen, das heißt die Variante mit dem Edelweiß und Enzian in einer anderen Farbkombination und die zweite Ausführung, wie wir es hier haben, leicht jagdlich mit zwei Hirschen links und rechts und diesem Eichenblatt. Jetzt heißt dieses Modell Elsberry Rosenholz, das sprich, hier wird auch ein besonderes Holz verwendet. Was bedeutet das für den Harmonikaspieler? Die Elsberry ist ein sehr wertiger Baum, ein sehr wertiges Holz auch. Und wir haben das eher in dieser Kombination, speziell von der Farbgebung, dahingehend ausgewählt, dass es sehr gut zu diesem dunklen Stick passt. Und aber was ganz wesentlich und wichtig ist, dieses Rosenholz, diese Elsbeere, hat auch einen sehr, sehr positiven Einfluss auf den Klang. Das heißt, der Klang ist etwas weicher, etwas gediegener und dadurch, sage ich mal, eignet sich diese Elsbeere auch sehr, sehr gut als Klangholz. Was kann man zu den technischen Ausführungen dieser Harmonika noch sagen, wenn wir jetzt die Optiker mal außen vor lassen? Wahrlich ein sehr spannendes bzw. sehr interessantes Instrument mit diesen Stickereien. Zu der technischen Ausführung. Technisch ist es auch so, dass wir hier diese 2x3 Schaltrichter anbieten, klarerweise auf Wunsch auch 2x4. Natürlich ganz wichtig auch dieses neue Basskasotto wieder, das wir hier auch bei dem Modell nicht missen wollen. Und natürlich kann man auf Wunsch auch ein Basispaket oder ein Profi Plus Paket hier mit verbauen. Und was, wie gesagt, auch wesentlich ist, diese speziell geneigte Griffstock, auf dem ich auch wieder mal drauf kommen möchte, dieses ergonomisch ausgebildete Griffbrett, das einfach ein wesentlich ermüdungsfreieres Spielen garantiert. Und natürlich auch 1A-Konzertstimmzungen wie bei vielen anderen Instrumenten. Selbstverständlich 1A-Konzertstimmzungen oder Tipo Amano-Stimmzungen, wie die fachliche Bezeichnung genau ist. Auf Wunsch natürlich auch aufrüstbar auf diese erodierten Amano-Spezialstimmzungen auf Wunsch. Wie mir auch schon bei anderen neuen Modellen aufgefallen ist, geht es jetzt bei der Holzoptik auch mehr in das Seidenmatte. Das ist auch bei dieser so. Das ist richtig. Die matte Optik, dieses Seidenmatte Gehäuseoberfläche ersetzt weitgehend das Glänzende, weil es einfach ein gediegeneres Äußeres bietet, zum einen. Zum anderen, wie gesagt,
sieht es harmonisch, speziell mit dieser Stickeinlage passt es sehr gut harmonisch zusammen. Was ich noch sagen wollte, dieser Balk, den bieten wir nicht nur in dieser einfachen Optik an, also ohne eine Raute, sondern auch auf Wunsch mit einer Raute, so wie wir das hier bei diesem Modell sehr schön sehen können, mit dieser goldenen Einfassung, dass einfach optisch dann noch einmal die ganze Sache gut abrundet. Instrument, das man sich hier anschaffen kann bzw. hier auswählen darf bei Original Kärntner an Schwarz. Ja, liebe Harmonikerfreunde, jetzt liegt es an Ihnen. Wenn Ihnen dieses Instrument gefällt, kommen Sie einfach in den Harmonika-Pavillon nach Mollen oder natürlich auch zum Händler Ihres Vertrauens und überzeugen Sie sich selbst.